Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Within. Ja, beim letzten Mal bin ich in eine etwas kritische Situation geraten, weil ich unbedingt einen Sinman töten wollte und dann habe ich gleich zwei Gruppen Floater getriggert. Das war natürlich ziemlich scheiße. Aber dafür sind die meisten Gegner auf diesem Schiff jetzt tot. Ich glaube 12 sind hier immer drauf, 12 oder 15. Auf jeden Fall kommt da nicht mehr allzu viel. Und es sollte auch nicht mehr allzu viel kommen, ich habe nämlich keine Medipacks mehr. Heißt, ich werde das ganze Team nach vorne ziehen. Und vor allen Dingen ganz dringend mal ein bisschen nachladen. Mary Scott, du lädst jetzt auch mal nach. Danke. Es ist ärgerlich, dass die Minigun hier nur zwei Schuss hat. Und dann ist sie leer. Ganz dringend, dass ich nochmal eine Gießerei baue. So, Xuman da, du musst auch mal dringend nachladen. Die letzten zwei Aktionen waren ja das Heilen von Teamkameraden, damit die nicht so lange verletzt sind. Und Mr. White. Hierher. Sehr gut. Feldposten der Rest. Und dann sehen wir mal, was der Feind so macht. Ich vermute mal, das Meld bekommen wir jetzt nicht mehr. Ja, klar. Das sind wahrscheinlich die beiden Außenweltler-Aliens. Och, scheiße, nur noch eine Runde? Kacke. Okay, run a gun. Ich hoffe, ich kann es dann noch betätigen. Wahrscheinlich nicht, aber ich probiere es mal. Ja, kann... Oh, was für ein Glück in der letzten möglichen Runde. Sauber. Das ist echt gut gewesen. Okay, dann machst du Feldposten. Da ist jetzt nichts mehr, denke ich. Die letzten Aliens sind hinten in der Kammer. In der Pilotenkammer. Und die werden wir jetzt mal eben greifen. Ich wäre jedenfalls überrascht, wenn wir hier noch was anderem begegnen. Aber ich kenne das eigentlich nur so, dass hier dann schon Mutons rumlaufen. Es irritiert mich ein wenig, dass das noch nicht der Fall ist. Wir haben Mai und noch keine Mutons getroffen. Hm. Dieses Spiel ist definitiv anders als alle XCOM-Spiele, also als alle XCOM-Durchläufe, die ich vorher jeweils gespielt habe. Das ist sehr irritierend. Aber gut, sei es drum. Achso, ja, natürlich, das geht mit dem... Ja, ja, ist ja okay. Das geht mit der... Mit dem Gewehr natürlich nicht, wenn ich sie bewegt habe. Jetzt kann ich auch wieder vorsichtiger vorgehen. Ich habe beide Melt-Container eingesammelt. Ja. Was war das? Wenn wir dieses Schiff hier ausgeräumt haben, wird es schön viel geben, was wir verkaufen können. So, hier bereithalten, aber die Türe noch nicht öffnen. Ich muss erstmal mein Team in Bereitschaft bringen. Du rennst mal hierher. Der dicke, fette Mac. Direkt vor die Tür, aber nicht durch. Und Mr. White. Hierher. Und natürlich noch Xuman da. Nichts vergessen. Hierhin. Action Cam. Yay. Okay, machen wir weiter. Tür auf. Nichts zu sehen. So, der Dicke. Dahin. Da ist er. Nur einer? Hm. Ich bin überrascht. Ich bin mir sicher, es werden zwei hier sein. Der Bordcomputer der Aliens könnte bei unseren Untersuchungen extrem nützlich sein. Bringen Sie ihn möglichst unbeschadet zur Basis zurück. Ja, Dr. Wahn, ich weiß. Ich dachte, ich hätte diese Texte abgestellt. So, komm, knall ihn einfach ab. 70%, das genügt. Ausgezeichnete Arbeit. Alle Ziele erfüllt. Und beinahe... XCOM-Soldaten verloren. Meine Fresse, war das knapp letzte Runde. Ho! Wäre fast schief gegangen. Beinahe zwei Leute verloren. Kojima ist Captain geworden, ja super. Mal gucken, was nehmen wir da? Lass sie kommen. Hm. Aber ich bin jetzt bisher bis hierhin gegangen, ne?
Lass sie kommen. Bis zu 5 Bonusschäden. Das wäre natürlich auch geil, ne? Mit dem Reflexschuss. Wenn sich einer auf 4 Felder nähert. Besonders effizient gegen Chrysaliden. Nein, wir machen mal das hier. Und er ist noch 13 Tage außer Gefecht. Boah. Das ist natürlich extrem übel. Und 9 Tage für unseren Mac. Das ist bitter. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auf Kojima verzichten müssen im nächsten Einsatz. Und wenn wir Pech haben, auch noch auf den Mac. Das ist extrem scheiße. Na gut, macht nichts. Wir gehen ins Lagerzentrum zum Schwarzmarkt. Und verkaufen erstmal den ganzen Mist, den wir nicht brauchen. Die Stasis-Tanks. Alien-Chirurgie. Die Flugcomputer behalten wir noch, aber den normalen Stasis-Tank, die unbeschädigten Sachen, die können alle verkauft werden. Das wird nicht benötigt. Handel abschließen. Wie weit ist die Forschungsabteilung? 3 Tage noch? Ich kann nicht verstehen, wie eine so hochentwickelte Spezies so wenig Mitgefühl für andere fühlende Lebewesen haben kann. Es widerspricht all meinen Vorstellungen. Die Technologie ist vorhanden, aber mit ihr eine Gefühlskälte, die wir nie erwartet hätten. Warum habe ich eigentlich... So werden lassen? Warum habe ich eigentlich beim Einsatz die normalen Gewehre mitgenommen, wenn ich schon Lasergewehre gebaut habe? Kann mir das mal einer erklären? Ernsthaft? Ja gut. Das war's, was ich vergessen habe. Egal, lassen wir mehr Zeit vergehen, gucken wir, was als nächstes passiert. Also, neues Forschungsprojekt. Schalenrüstungsherstellung verfügbar, die werden wir nicht nehmen. Das Königreich. Satellitenabdeckung nun verfügbar über China. Okay. Schweren Laser brauchen wir noch nicht. Der Präzisionslaser wäre interessant. Oder der Skelettanzug. Machen wir erstmal den Präzisionslaser für unsere Scharfschützen. Projektbeginn. 9 Tage. Na also, jetzt können wir nochmal Einrichtungen bauen. Jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen ausheben hier. Okay, also hier wollte ich noch ein Kontrollzentrum reinbauen. Kann ich das schon bauen? Nein, mir fehlen noch 5 Ingenieure dafür. Und hier drüben wollte ich jetzt anfangen, Labore zu errichten. Ich könnte nämlich mit einem Genlabor anfangen. Und 50. Das Genlabor ist sogar ein bisschen billiger. Ich brauche erstmal ein normales Labor, denke ich. Baubeginn. Dann bauen wir hier noch Labore rein, hier unten, in die 2 letzten Felder. Dann lasse ich das hier schon mal ausheben. Und was ich hier drüben reinbaue, ja gut, hier baue ich noch ein Kontrollzentrum rein. Und 5 Kontrollzentren reichen, glaube ich, auch. Dann lasse ich diesen mal ausheben, weil wir eventuell noch ein Dampfkraftwerk dann benötigen. Obwohl, ich könnte auch hier noch ein Dampfkraftwerk reinbauen, ne? Also normales Kraftwerk erstmal. Wäre vielleicht eine Maßnahme. Und ein Kraftwerk noch rein, so. Und lassen weiter Zeit vergehen. Sehr gut. Sehr gut. Die Gießerei ist fertig. Gehen wir gleich hinein und gucken, dass wir einige Verbesserungen entwickeln können. Wir können die Pistolen verbessern. Scope Upgrade. Das Ding schon mal gut. Das ist noch besser. Aber das kostet natürlich 200. Und das Scope Upgrade kostet nur 75. Wir können auch die Pistolen noch verbessern. Ein Schief möchte ich nicht haben. Wir nehmen erstmal die taktische Halterung. Achso, hä, 200. Hä, wollte ich. Nee. Wir machen erstmal das Scope Upgrade. So, erstmal nur das Scope Upgrade, das genügt. Ich sage den Teams in der Gießerei Bescheid. Sie können den Fortschritt in der Projektwarteschlange von der Technikabteilung aus verfolgen. Ja, wir machen jetzt erstmal weiter. Gucken, was sonst noch so in diesem Monat passiert. Der Rat, oha. Hier ist eine Übertragung vom Rat. Höchste Prioritätsstufe. Der britische Friedhof, dieser britische Friedhof soll unsere Meldung von Assassin wimmeln.
Okay. Panik verringern, Wissenschaftler und Geld gibt es dafür auch noch. Super. Dann legen wir gleich los. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Genau. Wir nehmen Mr. White mit, aber jetzt geht's erstmal los. Sturmgewehr weg, Lasergewehr rein. Pistole weg, Laserpistole rein. So. Damit geht's schon mal los. Dann. Jetzt haben wir noch einen Sergeant White dabei. Okay. Achso, als Sniper. Nee, den hauen wir mal raus. Der kann nix. Wir nehmen stattdessen Thomas White. Das ist genau, das ist der Scharfschütze. Charles Williams. Ben White, Charles Edwards. Wir nehmen doch mal alles mit hier. Wir können ja mal die Martha Hausmann mitnehmen. Bearbeiten, Bewaffnung. Ah, nee, die lassen wir mal zu Hause. So gut ist die nicht. Das ist mir zu riskant. Xuman da. Erstmal neue Waffe. Sturmgewehr weg. Lasergewehr rein. Pistole weg. Laserpistole rein. Wichtig. Dann. Hier. Pistole. Laserpistole. An dem entsprechenden Laser arbeiten wir ja gerade noch. Soldat White hat schon sein Lasergewehr bekommen. Und jetzt haben wir noch einen Sniper. Corporal Edwards. Ach, das ist der. Der nichts trifft. Der 4-Einsätze hinter sich hat noch nicht einen einzigen Alien umgebracht hat. So, jetzt brauchen wir noch einen letzten. Ich möchte jetzt eigentlich nicht noch einen Scharfschützen mitnehmen, aber wir können ja mal bei ihm in die Statistik gucken. Achso, der hatte nur 35er Willen, genau. Dem nehmen wir erstmal das Scope weg. Und dann schmeißen wir den raus. Lassen, weg damit. Kein Mensch, den Kerl. Das heißt, es würde nur noch Charles Williams übrig bleiben. Oder Steve Thompson. Ich nehme mal Williams. Den Heavy. Da haben wir jetzt wieder eine Rakete dabei. Ja, passt schon. Zielsicherheit. Ja, das ist okay. Den nehmen wir mit. Corporal Williams. So, das muss das Ziel sein, dass die Aliens auslöschen kann für diesen Einsatz.